Eine Steuerentlastung trotz Corona für unterste Einkommen soll es nächstes Jahr geben. Obwohl die Viruskrise ein Loch von bis zu 26 Milliarden Euro ins Budget reißen könnte. Wir begrüßen Sie zurzeit im Bild. Die orthodoxen Christen begehen ihr Osterfest, auch für sie sind es Feiern mit Beschränkungen. Es gelten in vielen Ländern strenge Ausgangssperren. Und Ermittlungen in drei Altersheimen, weil sich das Coronavirus dort sehr schnell ausgebreitet hat. Regen und Abkühlung erwarten uns morgen am Sonntag. Eine große Steuerreform hatte sich Türkis-Grün ins Regierungsprogramm geschrieben. Tatsächlich noch gar nicht so lange her, gefühlt aber schon. Nämlich vor dieser allumfassenden Corona-Krise. Und die beschert uns statt eines Nulldefizits ein Milliardenloch im Budget. Trotzdem, sie soll kommen. Die Steuersenkung für niedrigste Einkommen hat Vizekanzler Kogler heute angekündigt. Nächstes Jahr dann, wenn die wirtschaftlichen Nachwirkungen sicher noch zu spüren sind, die medizinische Bewältigung aber hoffentlich schon ein großes Stück weiter ist. Denn wie die aktuellen Zahlen zeigen, sind wir auf einem guten Weg. Ja, aktuell sind in Österreich nur noch rund 4.000 Personen an Covid-19 erkrankt. Erstmals sind heute mehr als 10.000 Personen, die erkrankt waren, offiziell wieder gesund und scheinen damit in dieser Statistik auf. 443 Menschen sind verstorben, nachdem sie auf das Coronavirus positiv getestet wurden. Das sind um 12 mehr als gestern. Heute können wir uns ansehen, wie sich der Anteil der Genesenen in den verschiedenen Bundesländern entwickelt hat. In Oberösterreich etwa sind von allen bisher positiv getesteten mehr als 80% schon wieder gesund. Am geringsten ist der Anteil der Genesenen derzeit noch in der Steiermark und liegt bei 47%. Ebenso viele sind derzeit in der Steiermark laut Statistik aber auch erkrankt. Und auffällig ist, dass 6% aller positiv Getesteten in der Steiermark verstorben sind. Der Anteil ist hier so hoch wie in keinem anderen Bundesland. In Wien liegt man etwa bei 4,1%, in Niederösterreich bei 3,2%. Das zeigt sich auch in absoluten Zahlen. Mit 99 Toten sind nirgends mehr Menschen an Covid-19 verstorben als in der Steiermark. Soweit diese Zahlen. Um andere ist es heute bei einer Pressekonferenz von Vizekanzler Werner Kogler gegangen. Stichwort Steuersenkung. Es bleibt ein langer Weg zurück in die Normalität und wer weiß schon, wie die aussieht. Auch wenn in den Spitälern immer weniger Akutbetten mit Corona-Patienten belegt sind, das Virus lauert überall. Erst wenn es tatsächlich einen sicheren Impfstoff gibt, dann kann man von einem echten Normalbetrieb in den Krankenhäusern reden, warnen heute Experten. In den niedergelassenen Arztpraxen sollte in 1 bis 2 Wochen wieder halbwegs normaler Betrieb möglich sein. Viel länger dauern wird es zweifellos in der angeschlagenen Wirtschaft. Quer durch alle Branchen und Bereiche ist der Neustart teuer und schwierig. Zudem beklagen sich Kultur oder Tourismus über ihrer Ansicht nach unhaltbare Benachteiligungen. Mitten in diese Krise hinein kommt heute vom Vizekanzler eine überraschende Frohbotschaft. Wenigstens die wirklich Schlechtverdienenden sollen nächstes Jahr entlastet werden, weil diese Menschen das dringend brauchen. Jede Unterstützung für Schlechtverdienende sei ein wichtiges, belebendes Element für die Volkswirtschaft, erklärt der grüne Parteichef Werner Kogler seinen Plan. Prompt verlangen die Neos eine ganzheitliche Entlastung auch für den Mittelstand, der ja ohne dies bereits die größte Steuerlast stemmt. Aus dem Finanzministerium heißt es, trotz Corona-Krise halte man am Ziel der Steuerentlastungen fest. Unterstützung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sei wichtiger als das einst geplante Nulldefizit. Wie sich das alles ausgeht, da bleibt die Regierung die Antworten schuldig. Auch beim Thema Vermögens- oder Erbschaftssteuern bleibt der grüne Vizekanzler unklar. Zum Abbau der Corona-Schulden ist vieles neu zu denken. Noch geht es ja vor allem um die Gesundheit und am Ende wird versucht, das Budgetloch zu stopfen. Die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, haben ja vor allem darauf abgezielt, das Gesundheitssystem in Österreich nicht zu überlasten. Eines der besten der Welt, aber auch eines der teuersten. Und das ist oft kritisiert worden, etwa auch vom Rechnungshof, der immer wieder gefordert hat, teure Spitalsbetten zu reduzieren. Jetzt, in dieser Krise, sind genau diese Betten aber ein Segen. Das wird sich möglicherweise auch auf künftige Beurteilungen des Rechnungshofes auswirken. Seit Ausbruch der Corona-Epidemie lautet die zentrale Frage, steht ausreichend Personal und medizinisches Gerät zur Verfügung und sind genügend Spitalsbetten vorhanden, um eine große Ansteckungswelle zu bewältigen? Wir haben ja eine Situation, die uns jetzt sehr begünstigt. Ja? Und die haben wir nicht zuletzt deshalb, weil wir eine starke Verwebung haben zwischen öffentlichen und privaten Sektor. Heißt, dass
zum Beispiel die Anzahl der Sonderklassebetten in den letzten Jahren mitgeholfen hat, die Kapazitäten hochzuhalten. Ein Glück, möchte man sagen, dass die Politik die Empfehlungen des Rechnungshofs nur ansatzweise umgesetzt hat. Denn der Rechnungshof forderte regelmäßig dazu auf, die Zahl der Akutbetten in den heimischen Spitälern deutlich zu reduzieren und annähernd auf EU-Durchschnitt herunterzufahren. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker will derzeit kein Interview geben. Was es gibt, ist ein Statement des Sprechers. Der Rechnungshof wird bei einigen Themen seine Ansätze neu bewerten, etwa im Bereich Gesundheit die Frage der Bettenreduktion in den Spitälern. Die Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Die Staaten werden ihre Schlüsse ziehen und definieren müssen, wie viel ihnen der Schutz der Bevölkerung vor einer Pandemie wert ist. Der Rechnungshof lässt schon wissen, künftig die richtigen Schlüsse ziehen zu wollen. Da wird also nach Corona anders gerechnet. Mehr dazu können Sie morgen in unserem Parlamentsmagazin Hohes Haus sehen, ab 12 Uhr hier auf ORF 2. Die Schule, der Unterricht, wie lange noch zu Hause lernen müssen, das sind Themen, die in ganz Europa Millionen von Kindern und Eltern betreffen. Und weil jedes Land eine eigene Zugangsweise zu diesem Thema hat, werden europaweit auch unterschiedliche Strategien verfolgt. Bei uns wissen bisher nur die Matura-Klassen, wie es weitergehen soll. Wann Kindergärten und Schulen generell wieder öffnen können, ist nur vage bekannt. In anderen Ländern werden diese schon schrittweise wieder geöffnet. Fähnchenschwenkende warten die Lehrer in Dänemark ihre Schüler. Nach 4 Wochen Zwangspause haben seit Mittwoch die ersten Volksschulen wieder geöffnet. Die Jüngsten machen hier den Anfang auf dem langsamen Weg zurück zur Normalität. Es gilt, strenge Regeln einzuhalten, Hände desinfizieren, regelmäßig waschen und mindestens 2 Meter Abstand in den Klassenzimmern. Nach der langen Zeit sozialer Isolation, ohne Schule und Treffen mit Freunden, sind alle froh, wieder hier zu sein. Daheim war es ein bisschen langweilig und einsam. Manche Eltern sehen die Schulöffnung aber mit gemischten Gefühlen. Ich denke, dass sie alles getan haben, was sie konnten. Aber umgekehrt habe ich auch Schwierigkeiten damit, dass unsere Kinder wieder in die Schule müssen. Auch in Deutschland soll der Schulbetrieb ab dem 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Prüfungen dürfen schon vorher stattfinden. An dieser Schule im deutschen Brandenburg laufen dafür die Vorbereitungen. Die Klassenzimmer werden neu gestaltet, damit die Schüler der Abschlussklassen unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen am Montag ihre Prüfungen schreiben können. Sehr viel schwieriger und sehr viel anspruchsvoller wird es in der Zeit werden, wenn dann ab Mai die anderen Schülergruppen sukzessive dazukommen werden. Ab kommender Woche beginnt auch in Norwegen die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen. In Frankreich und der Schweiz wird der Unterricht am 11. Mai wieder aufgenommen. Weiter gedulden müssen sich Schüler im vom Corona stark betroffenen Italien. Hier dauert die Zwangspause noch bis September. So lässt sich der 12-jährige Giulio aus der Toskana von seiner Mutter weiterhin jeden Tag zu einer bestimmten Stelle auf einem Hügel fahren. Denn nur hier hat er übers Handy Internetempfang für den Online-Unterricht. Nicht nur die Schulen sind zu, auch Kirchen mussten ihre Tore für die Gläubigen verschließen. Die Katholiken haben Ostern unter diesen Voraussetzungen schon hinter sich. In vielen osteuropäischen Ländern wird dieses Wochenende das orthodoxe Osterfest begangen, unter teils rigorosen Ausgangsbeschränkungen. In Griechenland wurden die Bußgelder für das Missachten der Ausgangssperre verdoppelt. Die bulgarische Hauptstadt Sofia wurde abgeriegelt und Serbien hat sogar eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Seit Freitag gibt es kein Hinein oder Hinaus. Die Bürger von Sofia und Pendler von außerhalb dürfen nur mit einer Bescheinigung und in einem kurzen Zeitfenster die Stadt verlassen oder eben betreten. Die bulgarische Hauptstadt gilt als Corona-Hotspot des Landes. Der Höhepunkt der Epidemie werde über Ostern erwartet. Für das heilige Fest lassen die orthodoxen Kirchen ihre Pforten weiterhin geöffnet, den Gläubigen wird aber empfohlen, zu Hause zu bleiben. Auch in Georgien ist die Teilnahme an den Ostergottesdiensten erlaubt. Allerdings nur außerhalb der nächtlichen Ausgangssperren. Außerdem müsse der Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern gewahrt sein. In Serbien sind die Maßnahmen strenger. Freitagnachmittag wurde landesweit eine 84 Stunden andauernde Ausgangssperre verhängt. Bevor diese in Kraft getreten ist, haben mehrere Gläubige noch schnell ihre Gotteshäuser aufgesucht. Ich werde Ostern mit meiner Familie zu Hause verbringen müssen. Normalerweise würden wir groß feiern und in die Kirche gehen. Aber was soll man tun?
Auch im orthodoxen Griechenland will man die Menschen möglichst davon abhalten, größere Osterfeiern zu veranstalten. Die Regierung von Kyriakos Mitsotakis hat die Geldstrafen bei Missachtung der Ausgangssperre auf 300 Euro verdoppelt. Das diesjährige Ostern werden wir nie vergessen. Es geht aber im Moment nicht um unseren Glauben, es geht um die Gesundheit der Gläubigen. Die orthodoxen Priester müssen ihre Messen ohne Gläubige abhalten. Die Kirchen bleiben geschlossen. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Sogar im Krieg waren die Kirchen weiterhin offen. In Moskau wurde die Ausgangssperre sogar bis zum 1. Mai verlängert. Die Menschen können den Gottesdiensten nur via Livestreams online beiwohnen. Gerade in Krisenzeiten ist die Nähe zu Gott für strenggläubige Menschen ausgesprochen wichtig. Ähnliches gilt auch für die Ukraine. Dort wurden bisher 5.100 infizierte Menschen registriert. Fast jeder fünfte zählt zum medizinischen Personal. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Befürchtet wird Schlimmeres, auch für die Wirtschaft. Und dann ist ja auch noch immer Krieg in der Ostukraine. Der Gefangenenaustausch in der Ostukraine ist bereits der dritte in der Ära von Präsident Volodymyr Zelensky. Fraglich ist, ob dadurch die Chancen auf Frieden steigen, denn bei den Verhandlungen in Minsk gibt es kaum Fortschritte. Zu bewältigen hat Kiew derzeit weitere zwei Herausforderungen. Die Waldbrände im Raum Tschernobyl sind noch immer nicht gelöscht. Zwar ist das AKW ohnehin stillgelegt, doch die Brände erschweren bereits das Atmen in Kiew und anderen Städten, die mit dem Kampf gegen das Coronavirus alle Hände voll zu tun haben. In der Ukraine zählt jeder fünfte Infizierte zum medizinischen Personal. Deswegen mussten bereits Krankenhäuser geschlossen werden. Doch noch gibt es genügend Betten auf Intensivstationen und ein Massensterben alter Menschen ist nicht zu erwarten. Ein Pensionist hat kein Geld für ein Restaurant oder ein Konzert. Ihm fehlt ja sogar das Geld für Medikamente und Lebensmittel. Pensionisten leben in weitgehender sozialer Isolation. Sie können es sich nicht leisten, sozial aktiv zu sein. Aus einem Minus wird jetzt also ein Plus. Ein Brennpunkt der Infizierung ist das berühmte Höhlenkloster in Kiew, das unter Quarantäne steht. Morgen wird das orthodoxe Osterfest gefeiert, doch trotz der Viruskrise werden Gottesdienste nicht nur online stattfinden. Dramatischer als die medizinischen dürften die wirtschaftlichen Folgen werden. Bereits jetzt ist klar, dass die Ukraine massive internationale Finanzhilfe brauchen wird. Hilfe zum Überleben brauchen die Menschen in den Flüchtlingslagern, denn auch vor ihnen macht das Virus nicht Halt, warnen Hilfsorganisationen. Gerade in den überfüllten Lagern in Griechenland könnte sich das Virus sehr rasch ausbreiten. Konkrete Pläne, um das zu verhindern, gibt es nicht. Aber zumindest 49 unbegleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche sind nach Deutschland gebracht worden. Luxemburg hat schon zuvor einige ins Land gelassen. Viel zu wenig, sagen die Hilfsorganisationen. Am Vormittag setzt ein Flugzeug aus Athen auf der Landebahn in Hannover auf. An Bord 47 Kinder und Jugendliche. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea und dürften eine unvorstellbare Odyssee hinter sich haben. Zuletzt mussten sie in Griechenlands heillos überfüllten Lagern ausharren, unter katastrophalen hygienischen Zuständen. Angesichts der Corona-Pandemie sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Virus in den Camps ausbreitet, warnen Ärzte. Denn Maßnahmen wie Abstand halten und regelmäßiges Händewaschen sind hier schier unmöglich. Sie sei froh, dass ihr kleiner Bruder nun aus dieser Hölle weggebracht wurde, sagt diese junge Frau aus Afghanistan. Sie selbst muss vorerst in dieser Hölle bleiben. Insgesamt sind es rund 39.000 Menschen, die derzeit in und um die Lager im Osten der Ägäis leben. Rund 1.600 kranke Kinder und unbegleitete Minderjährige sollen in EU-Länder gebracht werden. Darauf haben sich Deutschland und 9 weitere EU-Staaten sowie die Schweiz verständigt. Den ersten Schritt hat Luxemburg am Mittwoch gemacht und 12 Minderjährige aufgenommen. Deutschland plant insgesamt 350 bis 500 unbegleitete Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, bevorzugt Kinder unter 14 Jahren, kranke Kinder und Mädchen. Bei den meisten unbegleiteten Minderjährigen handelt es sich aber um Buben. Auch heute sind nur 4 Mädchen angekommen. Sie alle müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne. In den USA gehen trotz der hohen Ansteckungsgefahr und trotz des Versammlungsverbotes Menschen auf die Straße, um zu protestieren. In dem Land, in dem das Business so wichtig ist, haben bis jetzt rund 20 Millionen Menschen wegen der Corona-Krise ihre Arbeit verloren. Aber Hilfszahlungen kommen bei vielen dieser Menschen nicht an und das ist existenzbedrohend. Daher gehen sie auf die Straßen, um die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu fordern. Angeheizt werden sie dabei von Präsident Trump.
Sie schwingen die Landesfahne und sprechen von Rebellion und der Verteidigung der heiligen US-Verfassung. In zahlreichen US-Städten demonstrieren Menschen gegen die Ausgangsbeschränkungen. Wenn man uns die Freiheit nimmt, können wir genauso gut nach Venezuela auswandern, sagt Ray aus Oregon. Then you might as well go to Venezuela. I'm a small business owner and my business was. Ich wurde gezwungen, mein Geschäft zuzusperren und ich habe kein Geld aus dem Hilfspaket bekommen, klagt diese Frau aus Minnesota. Wenn Gott entschieden hat, dass ich am Coronavirus sterbe, dann soll es so sein. The illness that would take my life, then it would be it. Rückendeckung erhalten die Menschen ausgerechnet aus dem Weißen Haus. Befreit Minnesota, befreit Michigan, twittert Präsident Trump. Diese Leute mögen mich, gibt er offen zu. They seem to be protesters that like me. Die Unterstützung der Demonstranten ist Trumps nächster Schlag im Machtkampf mit mehreren demokratischen Gouverneuren. Trump möchte das öffentliche Leben möglichst rasch wiederherstellen. Doch er musste zuletzt erkennen, dass nicht er, sondern sie dabei das letzte Wort haben. Wenn uns der Präsident bei der Ausweitung der Corona-Tests unterstützen würde, ginge es schneller, aber das tut er nicht. Präsident Trump spielt gleichzeitig Krisenmanager und Rebell. Seine Anhänger lieben es. US-Wahlkampf in Zeiten der Pandemie. Und wir schalten jetzt zu unserem Kollegen David Kriegeljeder in Washington. David, Trump spricht hier demokratische Gouverneure an. Warum nicht auch republikanische, wenn er es mit seiner Kritik ernst meint? Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass die von den Republikanern dominierten Bundesstaaten es dort ohnehin viel lockerere Regeln und Ausgangsbeschränkungen gibt. Einfach weil das vielerorts sehr ländlich geprägte Staaten sind, wo sich das Virus gar nicht so ausgebreitet hat. Aber klar ist natürlich, Trump versucht hier wieder mal zu spalten. Er zapft den Frust vieler Menschen an und möchte eine ganz klare Botschaft vermitteln, die da lautet, diese demokratischen Gouverneure, die stehen auf der Bremse, die wollen die Wiederauferstehung der Wirtschaft verhindern, während er, Trump, für Freiheit ist und für die Menschen. Warum wagen sich überhaupt die Menschen in den USA auf die Straßen, um zu demonstrieren, trotz dieser hohen Ansteckungsgefahr? Ich denke, das erklärt sich sicher auch dadurch, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bei vielen Amerikanern wirklich handfeste existenzielle Ängste auslösen. Das kann man nicht wirklich mit Europa vergleichen. Wer hier in den USA seinen Job verliert, der verliert meistens auch seine Krankenversicherung. Die Menschen haben kaum Erspartes. Das sozialstaatliche Auffangnetz ist kaum vorhanden. Und da ist natürlich dann der Frust da und der Wunsch, dass man unbedingt und schnell wieder arbeiten gehen will und muss. Und gleichzeitig denke ich, sind die Amerikaner schon generell sehr allergisch auf staatliche Vorschriften. Das heißt, sie sind besonders, sie haben dieses Rebellische gewissermaßen im Blut. Und die Republikaner sind immer sehr geschickt darin, das zu instrumentalisieren. Danke, David Kriegeljeder, für Ihre Informationen aus Washington und alles Gute. Wer dieser Tage auf Post wartet, der wird schon festgestellt haben, das kann dauern. Vor allem, wenn das Packerl oder der Brief aus dem Ausland kommen. Zwischen einigen Ländern ist der Postverkehr zurzeit ganz eingestellt. Innerhalb eines Landes läuft die Zustellung noch besser und ist auch weiterhin gesichert, sagt der Dachverband europäischer Postunternehmen. Mancherorts übernehmen Mitarbeiter der Post inzwischen auch ganz andere Aufgaben. In London bringt Ellie Yilmaz dieser Tage mehr als nur Post. Bei älteren Personen, die alleine leben, klopft der Briefträger an und fragt, wie es geht. Gibt es Probleme, verständigt er Gesundheitsbehörden, ein Extra-Service der britischen Post. Von Land zu Land handeln Postunternehmen die Corona-Situation anders. In Österreich und Italien sind fast alle Postämter offen, in Spanien nur jedes vierte. Besonders herausfordernd der grenzüberschreitende Postverkehr, bestätigt der Dachverband europäischer Postunternehmen. Viele Pakete und Briefe verschicken wir mit Passagierflugzeugen, weil die aber am Boden bleiben, ist der internationale Versand teils unmöglich. Betroffen sind nicht nur Sendungen in weit entfernte Gebiete, bestätigt die österreichische Post. Es ist innerhalb Europas genauso, es sind Flugverbindungen zum Beispiel aktuell nach Spanien, nach Portugal, nach Griechenland eingestellt. Und dadurch können wir auch für diese Destinationen, für diese Länder keine Sendungen aktuell annehmen. Auf post.at sind jene Länder gelistet, in welche die Post zurzeit nichts verschickt. Diese Liste wird täglich überarbeitet. Auch private Postdienstleister berichten über Störungen bei internationalen Sendungen.
Und weil wir eine derartige Situation in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben mit all diesen Beschränkungen, wird weiter darüber diskutiert, ob diese auch mit den Grundrechten vereinbar sind. Ja, sagen einige Verfassungsjuristen, in solchen Notsituationen dürfe man auch Grundrechte einschränken. Grundrechte schützen den Menschen vor dem Staat. So ist eine einfache Definition für unsere Rechte, etwa uns frei bewegen zu können oder jeder Arbeit nachgehen zu dürfen. Diese Rechte sind im Bundesverfassungsgesetz niedergeschrieben. Doch Gründe wie der Schutz der Gesundheit gehen vor, sagt der Verfassungsjurist. Solange sozusagen der Gewinn an Gesundheit hier größer ist als der Verlust an Freiheit, solange ist das auch rechtmäßig. Doch die Maßnahmen müssten auch verhältnismäßig sein. Wie viel Gesundheit wird gewonnen für das Maß an eingeschränkter Freiheit? Wenn die Infektionen zurückgehen und wenn die Gefahr geringer wird, dann ist natürlich das Gewicht dieser Einschränkung oder der Gründe, die für diese Einschränkungen sprechen, viel geringer geworden. Und die Freiheitseinschränkung bleibt ja gleich groß. Das heißt, dann kippt die Waage. Die Gefahr bei Beschränkungen von Grundrechten sei die Versuchung der Politik, Einschränkungen auch dann wieder anzuordnen, wenn die Gründe dafür nicht so dringend sind. Davon geht der Experte in Österreich aber nicht aus. Darum wird es morgen auch in der Pressestunde gehen. Dort ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP zu Gast ab 11.05 Uhr in ORF 2. Aber wir bleiben noch bei dem Thema, wie gesagt, ein sehr umstrittenes, denn manchen gehen dann die Einschränkungen doch zu weit. Rund 20 Anträge sind beim Verfassungsgerichtshof eingelangt. Besonders umstritten unter den Juristen sind die Entschädigungen. Der Lockdown beginnt Mitte März. Per Verordnung nach dem Epidemiegesetz lassen Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten am 16.03. alle Tourismusbetriebe schließen. Für die Dauer der Schließung müsste die Republik allen Betroffenen Entschädigung zahlen. Dann ist man offenbar draufgekommen, dass sich die Republik das nicht leisten kann, denn der gesamten Wirtschaft, deren Betriebe geschlossen wurden, den gesamten Verdienst in Gang zu ersetzen, hätte wahrscheinlich das Budget gesprengt. Die Bundesregierung erlässt daraufhin das Covid-19-Maßnahmengesetz. Die Länder dürfen nur mehr danach vorgehen, lautet die Weisung. Entschädigungen sind nicht mehr vorgesehen. Ob das zulässig ist, soll der Verfassungsgerichtshof klären, sagt die Rechtsanwältin. Im Speziellen sehe ich insbesondere das Grundrecht, also die Gewaltentrennung, gefährdet. Tausende Betriebe fallen um ihre Ansprüche. Stattdessen richtet die Regierung Fördertöpfe und den Härtefallfonds ein. 15 Milliarden davon werden von der Covid-19-Finanzierungsagentur GmbH verwaltet. So ist man hier einer Kapitalgesellschaft quasi ausgeliefert, wo man überhaupt kein Rechtsmittel hat. Das gefällt mir natürlich nicht. Man spricht in solchen Fällen auch von einer Flucht in die Privatwirtschaftsverwaltung. Die Wirtschaftskammern in Tirol, Vorarlberg und Salzburg raten ihren Mitgliedern, unabhängig von Förderungsanträgen, auch einen Antrag nach dem Epidemiegesetz zu stellen. Lieber einmal zu viel einen Antrag gestellt, als wie zu wenig. 6 Wochen hat man dafür Zeit. Und diese Frist ist eine der raren Ausnahmen, die von der Regierung nicht unterbrochen wurde und somit streng einzuhalten ist. Homeoffice ist für Tausende von uns mittlerweile Alltag geworden. Zu Hause arbeiten, aber was, wenn zu Hause, was nicht selten vorkommt, ein Unfall passiert? Das ist arbeitsrechtlich eine wichtige Frage, weil es bei bleibenden Schäden mitunter um viel Geld gehen kann und im Krankheitsfall um längere Entgeltfortzahlungen. Und in diesen Fällen gibt es jetzt mehr Rechtssicherheit. Unfälle, die sich im Homeoffice ereignen, gelten als Arbeitsunfälle und zwar rückwirkend seit 11. März. Hier in seinem Büro ist Gero Stephan dieser Tage so gut wie nie anzutreffen. Er arbeitet meist von zu Hause aus und Wege erledigt er, wie viele andere auch, mit dem Fahrrad. Sicherer in Sachen Ansteckung als öffentliche Verkehrsmittel, in anderer Hinsicht gefährlicher. Seit einer Woche ist das Fahrrad kaputt. Ich bin noch ausgewichen, der Autofahrer hat sehr gut reagiert, hat mich dann aber noch mitgenommen. Ich bin ein Stück zur Seite geflogen, aber letztendlich ist alles sehr glimpflich ausgegangen. Also es hätte, glaube ich, ganz anders enden können. Also da habe ich sehr, sehr Glück gehabt. Bei schweren Unfällen, vor allem bei solchen mit bleibenden Schäden, geht es mitunter um viel Geld bei der Frage Arbeitsunfall oder Freizeitunfall. Aufgrund der aktuellen Situation gilt ein Unfall im Homeoffice als Arbeitsunfall, unabhängig davon, ob es ein abgegrenztes Arbeitszimmer gibt oder nicht. Die Regelung wurde also ausgeweitet. Weil man hat sozusagen jede Wohnungsgefahr, die sich während der Arbeit verwirklicht, wie zum Beispiel, wenn mir die schlecht verankerte Lampe während des Arbeitens am Esszimmertisch auf den Kopf fällt, das wäre auch
jetzt ein Arbeitsunfall und sogar der Weg auf die Toilette während einer Arbeitspause wäre jetzt gerade geschützt. Die Bestimmung ist auf die Zeit der Corona-Krise begrenzt. Sie gilt rückwirkend ab 11. März und vorerst jedenfalls bis Ende des Jahres. Nicht zuletzt auch das Homeoffice macht es inzwischen auch dem Bahnverkehr in Österreich schwer. Nicht einmal mehr die sonst so lukrative Strecke Wien-Salzburg rentiert sich derzeit. Trotzdem soll diese Bahnverbindung im Halbstundenintervall aufrechterhalten werden. Dafür bekommen ÖBB und Westbahn 48 Millionen Euro. Der Staat beauftragt die ÖBB und die private Westbahn mit der Sicherstellung der halbstündigen Zugverbindungen zwischen Wien und Salzburg. Ohne dem Geld der Bundesregierung hätten die beiden Unternehmen den Betrieb auf dieser Strecke, die sich sonst über den Ticketverkauf finanziert, einstellen müssen. Die Bestellung der Verkehrsdienste auf der Strecke Wien-Salzburg beträgt in Summe 48,3 Millionen, davon 8,3 Millionen an Bestellungen bei der Westbahn und 40 Millionen Bestellungen bei der ÖBB. Der Personenbahnverkehr ist seit Ausbruch der Corona-Krise um 80-90% eingebrochen. Die Infrastrukturministerin will in enger Absprache mit den ÖBB die weiteren Entwicklungen beobachten, da auch der Güterverkehr stark eingebrochen ist. Gute Nachrichten gibt es jedenfalls nun für die Fahrgäste, die zwischen Wien und Salzburg unterwegs sind. Die Züge sind im Halbstundentakt unterwegs, das heißt die Westbahn wird in den Takt der ÖBB integriert und die Standardtickets werden gegenseitig anerkannt. Das ist ein wichtiges Signal, dass man gerade in Krisenzeiten auch gemeinsam zusammensteht, um ein Angebot aufrechtzuerhalten. Da haben sich alle Partner sehr konstruktiv, rasch und unbürokratisch um eine Lösung bemüht. In den 3 Monaten, für die diese Lösung nun getroffen wurde, wird die Westbahn von Wien-Meidling aus nach Salzburg fahren und nicht mehr in Wien-Hütteldorf halten. Es soll in dieser Zeit auch zu keinen Preiswettbewerben zwischen den ÖBB und der Westbahn kommen. Ein großes Risiko stellen nach wie vor Altersheime dar. Mehr Tests sollen ja die Gefahr hier minimieren. In 3 Heimen hat es in den letzten Wochen aber offenbar Probleme gegeben. In 2 Tiroler Heimen und in einem in der Steiermark hat sich das Coronavirus sehr schnell und auf viele Patientinnen und Patienten verbreitet. Daher ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Wie wichtig Schutzbekleidung ist, zeigt der Fall in der Steiermark. In einem Pflegeheim südlich von Graz muss das Personal unzureichend geschützt arbeiten und könnte das Virus dadurch verbreitet haben. 39 Menschen werden angesteckt, mehrere sind gestorben. Wir haben diese Anzeige, wie gesagt, erhalten und gehen diesen Vorwürfen natürlich nunmehr nach und haben die Kriminalpolizei mit entsprechenden Erhebungen beauftragt. Auch in Tirol wird ermittelt. Bei den Barmherzigen Schwestern in Zams hat es 39 Erkrankungsfälle gegeben. 3 Mitarbeiterinnen hatten nebenbei in Betrieben in Ischgl und St. Anton gearbeitet und das Virus dann im Ordensheim in Zams verbreitet. Eine Isolierung hätte das verhindern können, so der Vorwurf. Auch in einem Altenheim im Bezirk Kufstein wird nach einem anonymen Hinweis ermittelt. Einer Pflegerin wird vorgeworfen, dass sie trotz einer Infektion mit dem Coronavirus weiter in der Einrichtung gearbeitet hat. Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung kommt heute von der FPÖ. Globobmann Herbert Kickl stört sich vor allem an der Corona-App des Roten Kreuzes. Laut Kickl würden hinter dieser App und der Kampagne Schau auf dich handfeste wirtschaftliche und parteipolitische Interessen stehen. Außerdem fordert die FPÖ die sofortige Öffnung von Gastgärten, um ein drohendes Wirtshaussterben einzubremsen. In Hongkong sind führende Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen worden, darunter auch ein Medienmogul und ein prominenter Anwalt. Ihnen wird Aufruhr vorgeworfen. Im letzten Jahr haben tausende Menschen fast jede Woche für freie Wahlen in Hongkong demonstriert. Ein tieffliegender Eurofighter hat die Tiere im Weißen Zoo in Kernhof erschreckt. Ein Ameisenbär wurde schwer verletzt, weil er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist. Kängurus sind über die Zäune gesprungen. Das Bundesheer bedauert den Vorfall. So wenig wie möglich hinausgehen, die Wohnung verlassen, war unser Auftrag im Kampf gegen das Coronavirus in den letzten Wochen. Wie sehr wir uns auch daran gehalten haben, können wir Ihnen jetzt zeigen. Etwa wenn man sich die Zahl der Menschen anschaut, die in Wien U-Bahn fahren. Nehmen wir die Stationen Westbahnhof und Stephansplatz. Am 10. März verkündet die Regierung erste Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie und
die wirken. In den Tagen danach nutzen deutlich weniger Menschen die U-Bahnen. Die Zahl der Fahrgäste sinkt bis zum Sonntag, dem 15. März, deutlich ab. Das ist der Tag, an dem Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen von der Regierung ausgesprochen werden. Man sieht in den Wochen darauf, die Menschen fahren wenig mit der U-Bahn, am Wochenende noch weniger als werktags. Aber nachdem diesen Dienstag die kleinen Geschäfte und Baumärkte wieder aufsperren, geht auch die U-Bahn-Nutzung leicht nach oben. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man sich anhand von anonymisierten Mobilfunksignaldaten ansieht, wie weit sich die Menschen in Österreich im Durchschnitt bewegen. Vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen ist dieser Bewegungsradius bei rund 14 Kilometern gelegen. Die Maßnahmen haben dann unseren Bewegungsradius immer deutlich eingeschränkt, im Schnitt auf nur noch 8 Kilometer, auch hier am Wochenende noch weniger. Auch über das Osterwochenende zeigt sich noch eine sehr eingeschränkte Mobilität, aber mit den Geschäftsöffnungen am Dienstag hat auch die Bewegung wieder deutlich zugenommen, im Schnitt auf 12 Kilometer. Manche würden gern noch viel weiter weg zum Beine vertreten, aber sie dürfen nicht. Es ist warm, es ist windstill und es ist leer. Dank Zugangsbeschränkungen haben die Einheimischen den Neusiedlersee für sich alleine. Also ich finde es nicht ganz richtig, weil wir sind froh, wenn die Gäste wieder kommen werden. Weil wir brauchen die Gäste, wir leben vom Tourismus. In Bludenz ist heute der Wochenmarkt erstmals wieder geöffnet, mit strengen Sicherheitsauflagen und Kontrollen. In Vorarlberg waren einen Monat lang alle Märkte geschlossen, da bereitet schon ein kleiner Einkauf großes Vergnügen. Ich finde, Gesundheit ist das Wichtigste. Und klar muss ich sagen, genieße so ein Klee, wieder ein Klee rein zum Gehen, aber wirklich mit Respekt vor jedem anderen. Ja, finde ich nicht schlecht, also dann kriegt man wenigstens frisches Obst und Gemüse wieder. In Horn ist der Hauptplatz am Vormittag beinahe menschenleer. Den Einkaufsbummel scheuen die Waldviertler, sie kaufen nur das Nötigste. Schmuck findet derzeit keinen reißenden Absatz. Die Kundenfrequenz ist halt sehr niedrig, kaum bis wenig Leute unterwegs. Klar, wir sind in einer Branche, die nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Die kleine Reparatur ist das, was wir derzeit am laufenden Band haben. Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten sind gefragt und da eignet sich das Wohnzimmer für so einiges. Freunde treffen. Tschüss. Sport. Oder gemeinsames Musizieren. Wir haben daheim nichts mehr zu tun. Und der Wiener Soul ist ein Begriff, der eng mit der Formation 5/8 in Ehren verbunden ist. Das Quintett wollte dieser Tage eigentlich eine ausgedehnte Tournee starten, aber Corona hat sie gestoppt. Ein neues Album konnte das Virus aber nicht aufhalten, das haben 5/8 in Ehren trotzdem veröffentlicht und trägt den Titel Yeah, Yeah, Yeah. Es war ihr letztes Konzert vor dem Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen. In der Hamburger Elbphilharmonie haben 5/8 in Ehren Ende Februar bereits einige Lieder ihres neuen Albums präsentiert. Ich hab viel gesehen, du musst verstehen, ich bin gerührt und hab so viel Gespräche geführt. In dem Song Gespräche führen werden oft gedroschene Phrasen von Politikern zu einer Jazz-Komposition mit Skatgesang umgedeutet. Aufs Auge drücken möchten einem die 5/8 ihre Botschaften jedoch nie. Das ist keine Gebrauchsanweisung fürs Leben oder für welche Emotionen man haben soll oder Assoziationen. Also so ein Lied wollen wir nicht machen. Wir wollen schon Poesie machen in Form von Musik. Also wenn man so zwischen den Zeilen mithören darf, das ist eh das Schönste. Und um was es geht, ja. This is a political message. Von Jazz über Soul bis hin zu Latin Music bewegt sich das musikalische Spektrum auf Yeah, Yeah, Yeah. Entspannte Gelassenheit trifft auf bissigen Wortwitz. Und wenn ein Tief auf ein Hoch trifft, dann ist Christa Kummer nicht weit. Das Wetter ändert sich, aber heute war es nochmal warm. Christa Kummer. 28 Grad waren es heute in Tellach. Im Trautal übrigens Kärnten war flächendeckend heute das wärmste Bundesland. Das Wetter stellt sich aber jetzt nachhaltig um. Der Blick auf die aktuellen Satellitenbilder zeigt uns auch, warum das so ist. Es mischt sich ein Tief ins Wettergeschehen ein. Es liegt zurzeit über Polen und schickt uns zusehends kalte Luftmassen. Die Luftmassen sind aber nicht nur kalt, sondern auch feucht, denn eine Kaltfront ist mit im Spiel. Und diese Kaltfront schiebt sich heute Nacht und morgen langsam über Österreich und bringt uns Regen, allerdings nicht so viel, wie wir definitiv bräuchten. Von der Früh weg, vom Flachgau bis zum Nord
Nordburgenland schon stark bewölkt. Hier wird es immer wieder einzelne Regenschauer geben. Dann bis zum Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt des Regens langsam in den Süden Österreichs. Am längsten sonnig oder generell trocken sollte es im äußersten Westen, beispielsweise in Vorarlberg, bleiben. Da starten wir in den Tag übrigens mit 11 Grad hinein. Ja, und tagsüber gibt es dann große Temperaturgegensätze. Im Waldviertel 12 Grad, hingegen im Süden noch einmal 22 bis 24 Grad. Der Montag und der Dienstag sind schon wieder sonnig, der Regenspuk ist schon wieder vorbei, die Temperaturen gehen noch ein Stückchen hinunter. Der Wind aus östlicher Richtung wird das Ganze etwas empfindlich kühler empfinden lassen. Ja, die Temperaturen, die höchsten erwarten wir in den westlichen Landesteilen mit bis zu 20 Grad. Der 15-Tage-Trend zeigt uns, dass diese Abkühlung leider von nachhaltiger Natur ist. Also die hohen Temperaturen sind definitiv in den nächsten 15 Tagen Geschichte. Die Temperaturen haben sich an den April angepasst. Das war's vom Wetter. Danke, Christa. Im Sport, in Kürze in ORF Sport Plus, spricht Skirennläuferin Michaela Schieferin in einem emotionalen Interview erstmals über den Tod ihres Vaters. Wir danken für Interesse, halten Sie Abstand und vergessen Sie Ihre Maske nicht. So machen wir das weiter. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer kurzen Ausgabe der Zeit im Bild. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen will trotz der Corona-Krise an den Steuerreformplänen festhalten. So sollen nächstes Jahr die unteren Einkommen steuerlich entlastet werden. Und das, obwohl der Fiskalrat vor einem Minus von rund 25 Milliarden Euro im laufenden Haushalt warnt. Dennoch müssten gerade schlecht verdienende Menschen unterstützt werden, sagt Kogler dem Kurier. Niemand weiß, wie dramatisch die Budgetsituation am Ende der Viruskrise aussehen wird. Trotzdem beruhigt der Vizekanzler. Zumindest kleinere Einkommen würden schon nächstes Jahr mit einer Steuerreform spürbar entlastet. Weil diese Menschen werden das dringend brauchen, sagt Kogler. Jede Unterstützung, gerade für Schlechtverdienende, sei ein wichtiges, belebendes Element für die Volkswirtschaft, erklärt der grüne Parteichef seinen Plan. Auch aus dem Finanzministerium kommt Zustimmung. Trotz der enormen Belastungen nach der Viruskrise halte man grundsätzlich am Ziel von Steuerentlastungen fest. Jede Unterstützung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sei nun wichtiger als das ursprünglich geplante Nulldefizit. Insgesamt gibt es in der Krise die erste Entspannung. Das langsame Hochfahren der Wirtschaft hat ja schon begonnen. Insgesamt werden österreichweit immer weniger Corona-Patienten im Spital betreut. Dafür gibt es deutlich mehr Testungen. Die Corona-Pandemie und ihre Opfer beschäftigen nun auch die Justiz. Gleich in zwei Bundesländern haben die Staatsanwaltschaften Ermittlungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Seniorenheimen eingeleitet. Betroffen sind zwei Einrichtungen in Tirol und eine in der Steiermark. Wie wichtig Schutzbekleidung ist, zeigt der Fall in der Steiermark. In einem Pflegeheim südlich von Graz muss das Personal unzureichend geschützt arbeiten und könnte das Virus dadurch verbreitet haben. 39 Menschen werden angesteckt, mehrere sind gestorben. Auch in Tirol wird ermittelt. Bei den barmherzigen Schwestern in Zams hat es 39 Erkrankungsfälle gegeben. Drei Mitarbeiterinnen hatten nebenbei in Betrieben in Ischgl und St. Anton gearbeitet und das Virus dann im Ordensheim in Zams verbreitet. Eine Isolierung hätte das verhindern können, so der Vorwurf. Auch in einem Altenheim im Bezirk Kufstein wird nach einem anonymen Hinweis ermittelt. Einer Pflegerin wird vorgeworfen, dass sie trotz einer Infektion mit dem Coronavirus weiter in der Einrichtung gearbeitet hat. 31 Tote in nur einer Woche, das ist die tragische Bilanz in einem kanadischen Seniorenheim. Offenbar hat ein großer Teil der Pflegekräfte dort aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Einrichtung fluchtartig verlassen. Zuletzt waren nur noch zwei Pflegekräfte für 130 Personen zuständig. Viele der Überlebenden sind unterernährt und dehydriert aufgefunden worden. Der Premierminister von Quebec, François Legault, hat Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit angekündigt. Und damit nach Spanien. Das Land zählt weiterhin zu den von der Corona-Pandemie am schlimmsten betroffenen Ländern. Bereits mehr als 20.000 Menschen sind bereits an oder mit dem Coronavirus verstorben. Immerhin, die Zahl der täglichen Todesfälle sinkt. Spanische Behörden gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie Anfang April überschritten worden ist. Madrid menschenleer. Zumindest die Plätze und Straßen der einst pulsierenden spanischen Hauptstadt sind verwaist. Seit mehr als einem Monat gilt eine strikte Ausgangssperre
und die soll zumindest bis 9. Mai, also noch 3 Wochen lang, gelten. Das hat Premier Sanchez heute angekündigt. Abschied für eine mit dem Virus verstorbene Mitschwester. Genau 3 Trauernde dürfen an einem Begräbnis teilnehmen. Die engsten Angehörigen dürfen zumindest bei der Beisetzung dabei sein, von Corona-Opfern, die im Spital einsam gestorben sind. Es ist schrecklich und inhuman, die Menschen so sterben zu lassen, ohne dass ihre Lieben ihnen beistehen dürfen. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Ärzte und Pflegepersonal feiern die Schließung eines Trakts in einem zum Lazarett umfunktionierten Konferenzzentrum. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Patienten wieder gesund entlassen zu können. Mehr als 1000 haben wir hier behandelt. Jetzt ist zumindest in diesem Teil des Notspitals Schluss, auch wenn die Krise noch längst nicht ausgestanden ist. Und wir schauen jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Eine Kaltfront überquert morgen unser Land mit Regenwolken. Ganz im Westen gibt es nur einzelne Schauer. Mit Nordwind kühlt es vor allem im Nordosten des Landes deutlich ab. Zunehmend sonnig und trocken beginnt dann die neue Woche. Nach Osten hin ist der Himmel meist wolkenlos. Zudem weht hier ein lebhafter und kühler Wind. Temperaturen um die 20 Grad gibt es vorerst, aber nur im Westen. Das war die Spätausgabe der Zeit im Bild. Wir melden uns morgen um 9 Uhr wieder. Noch einen schönen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.